Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu libgenix Spieleprogrammierung in Java. So, heute geht es um was eigentlich nicht so sehr mit dem Spiel an sich zu tun hat, aber eigentlich auch ein geiles Feature ist, wenn ihr das mal so benutzen wollt. Viele Spiele stellen es heutzutage zur Verfügung und zwar geht es um Screenshots. Wie machen wir Screenshots? Was ich jetzt gemacht habe schon mal für euch ist, ich habe hier unter den Keydowns, habe ich einfach einen neuen Key eingefügt. Das heißt, wenn jetzt Enter gedrückt wird, dann wird ein Screenshot genommen. Enter ist vielleicht nicht die beste Taste, muss ich zugeben, weil man Enter viel zu häufig braucht. Aber egal. Wir wollen ja alles mit Screenshots vollpacken. Jeder will heutzutage alles auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen teilen und so muss das sein. Gut, also wir brauchen erstmal natürlich was, wo wir es reinschreiben können. So als Buffer sozusagen mal, so Zwischenspeicher. Dazu brauchen wir ein Byte-Array. Und zwar, das initialisieren wir mit screenutils.getFrameBufferPixels. Und zwar mit der unteren Methode hier, nicht mit der oberen. Wir könnten eigentlich auch hier die hier benutzen. Na, egal. Okay, wo wollen wir also anfangen, unser Bild aufzunehmen? Naja, bei x gleich 0. Wir wollen ja das ganze Bild aufnehmen. Ihr könnt ja natürlich auch ein einzelnes Objekt aufnehmen oder irgendwelche spezielle Regionen oder sowas. Geht natürlich alles ohne Probleme. Okay, wir wollen bei y genauso an der 0. Stelle anfangen und wir wollen komplett durchgehen. Also das ganze Bild gdx.graphics. GetBackBufferWidth gibt mir die Breite und GetBackBufferHeight gibt mir die Höhe. Ich kopiere mir das einfach mal hier, weil es so ziemlich dieselbe Funktion ist. GetBackBufferHeight. So, FlipY machen wir jetzt einfach mal auf True. Wir werden nachher sehen, was bei rauskommt. Vielleicht müssen wir es auch wieder auf False setzen. Okay, genau. PixMap ist das nächste, was wir brauchen. Einfach mal importieren. Ich glaube, die kennt ihr sogar schon. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Wir nennen sie PixMap. Das ist das Bild, was wir jetzt auslesen wollen. Also wir wollen jetzt quasi auslesen, was ist denn gerade so passiert. New PixMap. Und, beziehungsweise nein, wir wollen nicht auslesen. Wir haben hier oben schon ausgelesen, aber das wird, also hier haben wir ausgelesen, aber hier wollen wir das Ganze jetzt alles mal sozusagen am Ende reinspeichern. Wir brauchen ja eine PixMap, damit wir das Ganze wieder als Ausgabedatei schreiben dürfen, auf unserer Hardware sozusagen. Wir können nicht einfach das Byte Array schreiben. Also, wir können schon, wir machen es auch quasi, aber wir brauchen den Umweg über die PixMap, ist einfacher. Gut, dazu brauchen wir eine New PixMap und die bekommen wir, indem wir hier sagen, ich hätte gerne, gdx.graphics. Eigentlich kann ich das kopieren hier. Wir brauchen wieder mal die Breite und die Höhe logischerweise, damit es weiß, wie groß das Bild denn sein muss. Und dann brauchen wir noch das Format von unserer PixMap. Dazu finden wir unter pixmap.format finden wir die passenden Formate. Hier einfach mal RGBA 8888 benutzen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Aber ist im Prinzip, könnt ihr da auch mal probieren, was mit den anderen passiert. So, jetzt wollen wir das Ganze da reinschreiben in unsere PixMap. Und das machen wir mit dem Buffer Utils. Buffer Utils. Utils wird groß geschrieben. .copy. Und das war die falsche Methode. Wir wollen die hier haben. Okay, Byte Source. Die Source, also aus der wir rauskopieren wollen, sind unsere Pixel. Also das, was wir quasi schon ausgelesen haben aus dem Frame Buffer. Dann sagen wir, wo wollen wir denn anfangen? Also wie viel Offset ist dabei? Naja, 0. Wir wollen ja alles kopieren. Was ist unser Zielbild? Das ist gar nicht so kompliziert. Das ist die PixMap. Und zwar nicht die PixMap selber, sondern PixMap.getPixels. Das gibt uns auch einen Byte Buffer zurück. So, und jetzt sagen wir noch, wie viele wollen wir denn kopieren? Naja, pixel.length. So, also quasi alle Elemente in unserem Array drin. Okay, und jetzt sind wir eigentlich sogar fast schon fertig. Jetzt haben wir das schon in unserer PixMap drin. Jetzt müssen wir es nur noch schreiben als Datei. PixMap.io ist die Klasse, die wir brauchen. .write PNG, wir wollen sie als PNG speichern. Ihr könnt es auch als CIM speichern, okay. Genau, das machen wir mit gdx.files.internal. Und zwar, wo wollen wir es wieder hinschreiben? Sagen wir, wobei wir brauchen es nicht mal in Data-Ordner schreiben. Screenshot. So, achso, .png vielleicht noch hinschreiben. PNG. Gut, und was wollen wir schreiben? Nämlich die PixMap. Also genau das, was wir hier angegeben haben. Und dann können wir die PixMap wieder löschen, damit unser Arbeitsspeicher wieder ein bisschen entlastet wird und wir sind fertig. Super,
Jetzt können wir das Ganze mal starten und uns angucken, was passiert, wenn wir Enter drücken. Davor vielleicht noch ganz kurz, unser Asset-Ordner ist komplett leer. Und wenn ich jetzt hier einmal Enter drücke, dann sehen wir, dass ich natürlich nicht zu einer internen Datei schreiben darf. Ich kann ja nicht gerade in eine Datei schreiben, die schon mitkompiliert wurde. Ich muss natürlich in eine externe Datei schreiben. Wo sind wir? Gamescreen? Nein, halt, wir hatten das hier gemacht. MyGDX. Okay, sagen wir hier external dazu. Und jetzt müsste es aber funktionieren. So, wenn ich hier jetzt Enter drücke, dann finden wir nachher die Datei screenshot.png in unserem Home-Ordner. Also einfach mal bei euch im Home-Ordner bitte gucken. Ich habe die jetzt schon rüber kopiert, weil im Home-Ordner noch ein Haufen Dateien sind, die, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt zeigen sollte. Deswegen, ja, hier ist unser Screenshot. Da können wir dann auch einfach mal gucken, was da so passiert ist. Quasi einfach unser komplettes Spiel. Wunderbar. Das ist es eigentlich auch schon. So könnt ihr Screenshots machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.